Hallo, heute ist der 1. Juli. Wir sind jetzt zum ersten Mal offiziell auf unserem Spielort für 2013. Und heute messen wir den Spielort ein, damit aus diesen Plänen dann hinter uns das Bühnenbild für die Saison 2019 wird. So sieht die Planung für das Bühnenbild aus, wie sie mit der Regie abgestimmt ist und in Visio gezeichnet wurde. Für die Kulissenrückwand ist es relativ einfach. Da beziehen wir uns auf die Gebäudewand von der oberen Mühle. Das heißt, wir messen einfach den Abstand, den die Kulisse zur Rückwand, also zur Gebäudewand haben soll, an mindestens zwei Punkten. Und um die Linie dazwischen dann ganz gerade zu machen, spannen wir eine Maurerschnur zwischen diesen zwei Eckpunkten. Und damit man diese Linie dann auch noch sieht für den Aufbau, wird die mit Kreidespray auf den Boden hier auf den Schotter aufgesprüht. Die anderen Punkte werden über Radien von zwei Referenzpunkten aus eingemessen. Das heißt, das linke und das rechte Gebäudeeck gilt als Referenzpunkt. Dort sind Maßbänder befestigt. Und jeder Punkt, den ich im Bühnenbild einmessen will, hat nun den Abstand angegeben zu diesen zwei Referenzpunkten. Also immer zwei Maße bilden dann einen Punkt. Das heißt, ich messe den Abstand von Referenzpunkt 1 zu meinem gewünschten Punkt und messe den Abstand zum Referenzpunkt 2. Und wo sich dann diese Kreise schneiden mit den Radien, das heißt also, wo meine Maßbänder sich genau am richtigen Wert schneiden, dann liegt dort dieser gewünschte Punkt. Damit ist dieser Punkt festgelegt. Das geschieht dann noch für ein paar weitere Punkte, die wir hier in dem Bühnenbild haben. Das ist natürlich bei der großen Fläche ziemlich viel Rennerei, funktioniert aber auch ohne speziellen Laser und so weiter, einfach mit zwei ausreichend langen Maßbändern. Und wenn man dann die Punkte noch prüfen will, kann man noch nachmessen, ob denn die Abstände zwischen den eingemessenen Punkten dem entspricht, was im Grundriss drinsteht. Also zum Beispiel, ob da wirklich auch eine Wand von 2,20 Meter reinpasst zwischen die zwei Punkte. Die Tribüne bezieht ihre Position wiederum auf die Betonstützwand, die auf diesem Grundstück bereits eingebaut ist. Das heißt, dort ist es wieder etwas einfacher. Wir haben also die Breite und die Tiefe. Und zur Sicherstellung des rechten Winkels gibt es noch die Angabe über die Diagonale in diesem Rechteck, womit wir dann auch den rechten Winkel festgelegt haben und diese Ecken eingemessen haben, beziehungsweise dann auch die Markierung sprühen konnten. Davor werden noch zwei Reihen Stühle gestellt werden. Diese Linie ist es besonders wichtig, weil dann sehen die Darsteller, wenn es am Folgetag mit den Proben auf dem Gelände losgeht, wo die Bühne zu Ende ist und wo dann das Publikum sitzen wird, weil diese Stühle kommen recht spät erst. Eine weitere Baumgruppe soll seitlich der Bühne sein, um das Bühnenbild seitlich optisch abzuschließen. Dafür gibt es einen anderen Referenzpunkt, der günstiger liegt. Aber auch hier ist ruckzuck dieser Punkt eingemessen und am Boden markiert, wo die Bäume hinkommen. Zum Schluss wird noch die Plattform eingemessen, auf die die Hütte für die ganze Technik platziert wird. Also wo das Mischpult seinen Platz drin finden wird, Verstärker, Dimmer und so weiter. Das wird dann seitlich der Tribüne sein. Das war ein bisschen Puzzlearbeit, bis das da genau reingepasst hat. Und als das dann auch noch eingemessen war und damit auch für den nächsten Bauabschnitt fertig war, nochmal die Sichtlinien überprüfen, aufräumen und das war's mit dem Einmessen. Danke fürs Zuschauen.